Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Wie in der letzten Folge schon angedeutet. Hau bloß ab, du aggressives Tier, du. Wir werden uns jetzt zur nächsten... Wir werden uns jetzt zur nächsten Amita-Mission begeben. Und ja, ich bin schon mal gespannt, was sie diesmal für uns hat. Denn sie ist ja jetzt Anführerin des Goldenen Pfades. Wofür wir gesorgt haben. Aber okay. Das heißt drum, ja. Das ist jetzt nun mal so. Wir haben uns für die Mission von Amita entschieden gehabt. Und dementsprechend Amita zur Anführerin des Goldenen Pfades gemacht. Ob das gut so war? Ja, wer weiß. Ich weiß es nicht so genau. Aber, naja, das Thema hatten wir ja schon. Sabal wollte ja ständig nur an alten Traditionen festhalten. Das wollte sie nicht. Mehr Rechte für die Frauen und so weiter und so fort. Wir schnappen uns gerade mal das Auto hier. Ich denke, damit sind wir ein bisschen schneller. So. Los geht's. 700 Meter, da sollten wir doch ratzfatz hinkommen, denke ich. Sofern wir nicht hier ewig aufgehalten werden. Ach so, ein Karma-Ereignis. Wollen wir da jetzt hin? Nee, wollen wir nicht. Aber wir nehmen noch einen mit. Immerhin. Ich glaube, die verfolgen mich. Aber nee, okay, jetzt sind sie weg. Die hätten mich auch nicht gekriegt. Ich hätte niemals angehalten. Okay, da vorne ist es. Wir müssen noch den Berg hoch und dann sind wir da. Wir steigen hier mal aus, bevor ich noch den Hügel auf der anderen Seite wieder runterpresche. Schauen wir mal, was die liebe Amita zu sagen hat. Da sind wir auch schon. Alles gut, ich verspreche dir. Sabal ist fort, du bist sicher. Keine Tarun Matara mehr. Bring sie zum Camp. Wir wissen nicht, wo Sabal ist und ich traue ihm nicht. Was ist denn mit Sabal? Nicht jetzt. Wir haben andere Sorgen. Pagan will Utkarsh mit seiner Artillerie angreifen. Dazu darf es nicht kommen. Zerstöre die Kanonen, bevor sie Utkarsh von der Karte radieren. Bin dabei. Okay. Wir haben ein Problem namens Kanonen. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Sabal ist weg. Was das zu bedeuten hat, Leute? Und Amita traut ihm nicht. Wir werden noch sehen, was es damit auf sich hat. Jetzt werden wir aber erstmal mit dem Gyrokopter darüber fliegen, um uns um die Kanonen zu kümmern, denn wir wollen ja nicht... Oh, verdammt. Wir wollen ja nicht, dass hier Pagan einen kompletten Ort ausradiert. Das wollen wir nicht zulassen. Der hat schon genug Schaden angerichtet, der Sack. Und dafür wird er eines Tages bezahlen. Schön hier, nicht wahr? Immer wieder eine geile Aussicht auf dem Gyrokopter. Ich sollte nur ein bisschen nach vorne gucken, dass ich nicht irgendwo in den Bäumen lande. Das wäre nicht so toll. Ah, das ist schon extrem geil hier, muss man sagen. Das sieht so fett aus. Muss man immer wieder aufs Neue feststellen. Gleich haben wir es geschafft. Bin ja schon mal gespannt, mit was wir uns hier anlegen müssen. Sie hat ja gemeint, mit Artillerie. Dann schauen wir doch mal, was diese Artillerie so drauf hat. Vielleicht werden wir ja wieder mit Mörsern beschossen. Ich weiß es nicht. Oh shit. Alter Schwede. Wir nehmen mal den Granatwerfer. Okay, wir können... Was? Bestimmt
Oh, 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 ein Scharfschütze, Hilfe! Oh, fuck! Alter Schwede, ich sehe den Typen kaum. Fuck! Hallo? Oh mein Gott, das ist noch mehr. Ey, die treffen mich, egal wo ich bin, was soll das? Oh, 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 die Scharfschützen. Gesichert. Wie soll ich es zerstören? Kümmer dich um die Soldaten. Hilfe ist unterwegs. Okay, haben wir den schon mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, scheiße. Oh, das ist gefährlich hier. Das ist sehr gefährlich. Oh, je, je, je. Da ballern sie wieder mit der Artillerie. Hier oben sitzt irgendwo noch so ein dämlicher Scharfschütze. Okay, die Stadt wird immer weiter beschossen. Scheiße. Da haben wir schon mal einen von den Drecksäcken. Okay, das bringt nichts. Uah. Von wegen, ihr Säcke. Einer müsste noch hier sein, aber wo ist der liebe Freund? Wo ist er denn? Oh. Habe ich alle erledigt? No. Ah, da, fuck. Da oben scheinen noch mehr Feinde zu sein. Wir müssen das verhindern hier, verdammte Kacke. Okay, da ist noch einer. Haben wir alle? Ah, da kommen schon wieder neue Feinde. Das gibt's doch nicht. Wo seid ihr denn? Oh, da ist noch einer. So. Sind hier etwa noch mehr Leute? Da kommen noch mehr. Was machst du denn, AJ? Wo seid ihr? Das war das Letzte. Wo bleibt die Hilfe? Ja, sehr schön. Wir sind gleich bei deiner Position. AJ, wir werden von Soldaten verfolgt. AJ, oh no. Beschütze die Pioniere, die zu dir kommen. Sie zerstören die Geschütze. Okay, die werden wir natürlich... Das ist ganz wichtig, dass wir die beschützen. Das heißt, wir begeben uns hier mal... Ja, sehr schön, da ist wieder ein Geschütz. Ist das ein normales Geschütz oder ist das... Ah, das ist ein Granatwerfer. Okay, Leute. Kommt schon, macht hinne. Wir beschützen euch. Alter Schwede. Alter, heil dich, heil dich. Das ist wieder richtig schöne Granatwerfer-Action hier. Kommen da noch mehr? Da kommen mit Sicherheit noch mehr. Die haben noch nicht mal das erste Geschütz zerstört. Kann mir das einer erklären? Leute, alles klar? Ja, okay, tue ich. Die Frage ist, von wo kommen die Feinde? Wahrscheinlich wieder... Ah, ja. Ich liebe diese Explosionen. Ja, das ist so genial. Oh, shit. Shit, shit, shit. Oh, shit.
Alter, was ist da denn los? Ich habe das komplette Magazin draufgehalten. Wow. Okay. Okay, okay, okay. Scheiße, die Pioniere sind tot. Wir konnten sie nicht beschützen. Shit. Das heißt, wir müssen das selber voll zu Ende bringen. Na. Da ist doch noch einer. Irgendwo war... Ah. Hallo, du Sau. Nein, nicht wechseln. Dann machen wir das selber. Ich bin am MG. Verstanden. Ich klettere hoch. Und boom. Okay, das sind wieder... Wir müssen aufpassen, dass wir nicht erwischt werden, während wir hier das C4 legen. Deswegen kümmern wir uns erstmal um die Feinde. Oh, shit. Shit, shit. Hat uns eine Granate volle Breitseite erwischt. Shit. Oh, no. tja. Das ist eure Achillesferse, mein Freund. Eure lieben Tanks auf dem Rücken. So kann's gehen, ne? Da sollte man mir nicht den Rücken zudrehen mit einem Flammenwerfer. So, jetzt weiß ich nicht, auf welcher Taste das C4 lag. Oh shit, da kommen schon wieder welche. Oh, fuck. Alter Schwede, wie viele Feinde kommen denn da noch, ey? Und weg hier, weg hier, weg hier. Yeah, Baby, wir haben es geschafft. Huch. Ein bisschen gefährlich hier. Das war's. Du bist in Sicherheit. Ohne uns hätten sie Utkarsh dem Erdboden gleich gemacht. Und nun erledige alles, was du noch zu erledigen hast. Denn danach brauche ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Okay. Was das wohl zu bedeuten hat, meine Lieben. Nein, keine Waffen wechseln. Okay, das hat mich jetzt wieder sehr viel Munition gekostet. Vor allem wegen diesem scheiß Heli, der einfach nicht abstürzen wollte. Der dann erst zu guter Letzt zugrunde ging. Ich muss mal schauen, ob ich hier noch ein bisschen Munition einsammeln kann von den Leichen. Dass das nicht ganz so teuer wird, wenn ich wieder Munition nachkaufen will. Gibt es hier nicht irgendwo noch einen Munitionsstapel, wo man ein bisschen was einsammeln kann oder so? Hm. Scheint irgendwie nicht so. Oh, doch, hier. Haha. Sehr geil. Was? Was? Feinde? Warum sind hier schon wieder Feinde? Niemand bringt meine Familie um. Verstanden? So, werden die auch erledigt, die Schweine. Ich frage mich, wo die herkamen. Okay, was könnten wir denn noch schnell erledigen hier? Ah, guck mal an. Wir haben hier noch ein Propagandazentrum in der Nähe. Haha. Das ist meins, Leute. Das ist meins. Komm, wisst ihr was? Da fliegen wir schnell mit dem Gleiter rüber. Wobei, schaffen wir das? Vielleicht, wenn wir da ums Eck fliegen, ne? Komm, wir versuchen es einfach mal. Und gib ihm. Scheiße. Okay, das könnte... Wobei, doch, das schaffen wir. Wir müssen ja nur schön eben fliegen. Ja, doch, das packen wir locker. Wir dürfen aber nicht vergessen, den Fallschirm wieder zu ziehen, sonst, ja, könnte das wehtun.
Wir müssen hier irgendwie vorher auf dem Berg landen, wenn ich es hinbekomme. Okay, wir machen das mal folgendermaßen. So. Ach so, das ist wieder mal gar nicht hier. Na super. Ja, wo ist es denn? Namaste. Hi. Wo kommst du denn plötzlich her? Der Feind hat das Gold in Shikarpur gelagert, bevor es aus der Provinz gebracht wurde. Okay. Los geht's. Wir fahren noch schnell zu dem Propagandazentrum und schnappen uns das Ding. Das sollte ja wohl kein Problem sein, denke ich. So, mit was rennen wir da rein am klügsten? Mit der LMG? Hm, was meint ihr? Oh, das sind Autos, die wir zerstören müssen. Ah, nehmen wir erstmal den Granatwerfer. Oh, shit. What? Der Scheiß. Ich hab mehr getötet, als du dir vorstellst. Ich gehe nach unten. Du sagst es. Dieser dämliche Scharfschütze da. Ich hasse Scharfschützen, wirklich. Kämpft um jeden Meter. Diese Scheiß. Alter Schwede. Shit. Zeigt es ihnen. Komm, 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 komm. Feuer frei. Warum wollen die Dinger nicht kaputt gehen? Ah, okay, jetzt. Oh, wow, wow, wow. Das ist so ein kranker Scheiß, diese LMG. Hoho. Na, wo ist er denn, der letzte Typ hier? Oh. Uiuiuiui. Von Angesicht zu Angesicht mit dem Protektor. Aber wir haben gewonnen, meine Freunde. Okay, was müssen wir noch zerstören? Nein, ein Heli. Ich fasse es nicht. Ich krieg die Krätze. Oh Mann. Gib mir den Granatwerfer. Nein! Ja, yeah, wir haben ihn erwischt. Das ist unser Kampf. Okay, wir metzeln den Rest voll nieder mit Granaten. Oh Scheiße, ich brenne, ich brenne. Wo ist der Rest von euch, Bastarden? Haha. Haben wir sie alle? Yeah, baby. Wir haben es geschafft. Das Propagandazentrum ist unserer. Und wir sind tierisch gespannt. Es hört sich schon sehr mysteriös an, was Amita da in der nächsten Mission für uns hat. Leute, wir sind und mit ja, das sehen wir in der nächsten Folge, liebe Freunde. Bis dahin. Tschüss.